Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalendertürchen von unserem Campus TV Adventskalender. Heute backen wir Butterkekse und dafür braucht ihr 300 Gramm Mehl, 2 gestrichene Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei und 150 Gramm Butter. Womit fangen wir an? Mehl. Okay, 300 Gramm brauchen wir. Wieso mit einem Löffel? Das würde ich einfach schütten. Ja, und dann hast du gleich viel zu viel drin. 2 gestrichene Teelöffel. Genau genug. Gramm hätte ich auch ohne hinbekommen. Ja, was kommt als nächstes? Ich glaube Vanillezucker. Und zwar genau ein Päckchen, aber weil wir nur dieses Maxi-Päckchen, diese große Packung hier haben. Schneidest du das raus? Okay. Deswegen nehmen wir 8 Gramm, das ist nämlich genau ein Päckchen. Und dann das Ei. Das denn? Naja, man muss alle mach Seiten. Einmal nur Klack und dann. Boom. Echt? Ja. Dann käme bei mir auf jeden Fall Schale mit rein. Das habe ich noch nie so gesehen. Und 150 Gramm Butter. Etwas größere Stücken kannst ja, du, glaube ich. Ja, ich würde das extra so klein machen. Ah, das hat damit Konzept. Damit man das besser vermischen kann. Du hast gerade 150 Gramm gesagt. Wir sind jetzt bei 104. So, dann mixen wir mal. Wir haben hier diesen wunderhübschen Mixer. Und ja, dann geht's los. So, jetzt machen wir mit den Händen weiter, würde ich sagen. Ich stelle sie her. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Willst du mal probieren? Ja. Ist ja nur ein Ei drin. Und? Probier mal selbst. Lecker. Ja, schön viel Band. 10 Tonnen Mehl. Ja. Ja, macht ja nichts. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Naja, klebt auf jeden Fall nicht am Tisch. Ich hätte vermutlich eher die Rolle noch ein bisschen bestäuben sollen. Soll ich sie für dich bestellen? Ich glaube, das ist zu spät. Oh Gott. Obwohl, hier ist genug. Einfach nochmal. Ja, jetzt ist die Rolle auch gut bestäubt. Okay, perfekt. Dann kannst du es ja ausrollen. Wenn du mir den Teig gibst, dann gerne. Vorsichtig. Ja, ich drücke das erstmal so ein bisschen platt. Super Kette. So. Jetzt mal das Backpapier drauf. Dann kannst du gleich losgehen. Wir haben leider nur ein Messer, glaube ich. Ist egal. Hast du eigentlich was zum Nikolaus bekommen? Ich habe verdammt immer noch nicht geguckt. Ich war noch nicht bei meinen Eltern, das habe ich ja gerade schon gesagt. Okay. Und was hast du sonst so gekriegt? Süßigkeiten. Ja, okay. Was man so bekommt. Also ich glaube, seitdem. Was hast du bekommen? Nö, seitdem ich ausgezogen bin, habe ich nichts mehr bekommen. Ich glaube, das ist. Das war's, okay. Nochmal. Okay, das versucht Pferdekrüppel. Du kriegst das eh besser hin. Ich glaube nicht. Weil der Teig halt im Kühl stellen soll. Ich glaube auch, deswegen ist das so ein bisschen brüchig alles. Ja. Ein nicht gefallener Engel. Nicht so ziehen, nicht so ziehen. Ja, weiter runter, weiter runter. Ich hab die eigentlich so. Familienrezepte oder sowas? Für die Adventszeit hat die, glaube ich, alle immer noch meine Oma. Aber die backt die auch regelmäßig. Und die gibt euch das dann, wenn sie fertig gebacken hat? Ja. Oder ist das alles für sie? Also, zumindest so, wenn wir sie besuchen, dann gibt es auf jeden Fall Kekse. Genau. Aber irgendwie haben wir nicht so viel geschafft, ne? Aber guck mal, die Hälfte ist wieder zurück. Backst du Plätzchen? Auch wenn ich Zeit habe, schon ganz gerne. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Aber ich habe schon dreimal dieses Jahr gemacht. Also
ich noch. Ja, okay, Ofen ist angeheizt. Wie viel Grad hast du? 200. 200? Steht das im Rezept? Ich habe keine Ahnung. Du hast das Rezept. 200 Grad, richtig. Richtig geraten, hier. Du suchst ja auch immer die leichten Formen aus. Ja. Oh, shit. Hast du noch nie Tetris gespielt? Da geht noch ordentlich aber was. Die gehen ja auch hier noch, geht auch noch eine Socke. Die gehen ja auch noch ein ich mach noch eine Socke. Zack. Jetzt 15 Minuten backen. Ja. Oh, die sehen ja gut aus. Naja, ein bisschen dunkel. Was hat man die anderen? Was machen? Keine Ahnung. Das ist Backpapier. Ja, unsere Kekse sind jetzt fertig und wir hoffen, wir sehen euch morgen zum nächsten Türchen wieder.